Heute schauen wir uns an, es gibt sehr coole neue Details zur Kenobi-Serie und den Inquisitoren, die darin vorkommen sollen. Dann gibt es eine brandneue offizielle Ankündigung von Lucasfilm, eine neue Lego Star Wars Produktion, die nach Episode 9 in Vaders Schloss spielt. Und dann haben wir da noch die Leaks zur Folge 1 und 2 von der im Dezember erscheinenden Book of Boba Fett Serie. Dort steht wirklich sehr interessanter Stuff drin, also wenn das alles so eintrifft und es gibt halt auch Gründe dafür, dass es so ist, dann können wir uns wirklich auf einiges gefasst machen, also schauen wir uns das doch mal an. Direkt zu Beginn muss ich aber sagen, dass ich keine Ahnung habe, wie glaubwürdig die Infos von dieser Quelle jetzt sind. Das, was dort aber bezüglich Episode 1 und 2 gesagt wird, klingt für mich alles in allem recht schlüssig und auch sehr spannend. Dennoch, Leute, hier kann ich nicht sagen, dass diese Quelle schon in der Vergangenheit richtig lag. Halt auch nicht falsch, aber soweit ich weiß, halt ist das sein erster Leak. Aber weil es eben recht interessant ist, ziehen wir uns das jetzt mal rein. Also es wird gesagt, dass in einem dunklen Tatooine-Versteck ein Rodianer Fennec Shand trifft. Und er vertritt da halt seinen Boss. Anscheinend verlangt dieser Rodianer eine finanzielle Entschädigung für das Betreten des Palastes und das Töten von Bib Fortuna. Da scheint dieser Boss wohl mit involviert zu sein, wie hier steht, also vielleicht gehört ihm der Palast. Fennec stellt dem Rodianer Boba Fett vor, woraufhin der Rodianer überrascht ist, diesen zu sehen. Boba Fett killt daraufhin jeden, außer den Rodianer, der anscheinend also Begleitung hatte, und schickt den Rodianer dann weg mit der Überlieferung an seinen Boss, dass Boba zurück ist und wünscht ihn zu treffen. Dann kommt das Intro, so heißt es, und eine Montage von verschiedenen Individuen und Syndikaten, die herausfinden, dass Boba Fett am Leben ist. Viele Söldnergruppen greifen Boba an, doch dieser eliminiert alle von ihnen. Dann heißt es, dass Boba Fett eine Gruppe von Söldnern selber anheuert, doch diese wenden sich irgendwann gegen ihn und die sterben dann auch. Der Rodianer sagt dann irgendwann, dass der Boss einem Treffen zustimmt, nämlich fernab auf einem Outer Rim Planeten. Boba und Fennec machen sich bereit, den Planeten zu verlassen, doch sie werden dabei aufgehalten von einer lokalen Tatooine-Gang, die angeführt wird von einem Itorianer. Sie sagen, dass Boba Fett der meistgesuchte Mann der Galaxis ist und dass sowohl die Neue Republik als auch Imperiale, Kopfgeldjäger und Syndikate ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt haben. Die Neue Republik anscheinend, weil Boba Fett irgendwen Adliges aus Alderaan gekidnappt hat. Und so will diese Gang halt Boba schnappen und ihn an den Höchstbietenden ausliefern, und genau deswegen kommt es zu einem Kampf, in dem Boba tatsächlich gefangen genommen wird, doch Fennec schafft es zu fliehen. Boba Fett wird daraufhin zu der Basis dieser Gang gebracht, doch diese wird dann von der Slave One angegriffen, die gesteuert wird von Fennec Shand. Boba Fett entkommt dann und bietet diesem Itorianer ein Angebot an. Er will seine Hilfe bei der Tötung des Bosses, den er treffen wird, und als Belohnung dafür bekommt der Itorianer und seine Gang das Doppelte von dem, was auch immer das Kopfgeld ist. Der Itorianer stimmt dem Ganzen dann zu. Das wäre dann soweit die erste Episode. Nun kommen wir zur zweiten. Hier geht es nicht direkt in dieser Handlung weiter, sondern wir sehen dann, wie Boba Fett im Sarlacc-Pit drin ist, genau nachdem er dort reingefallen ist. Er hat Schwierigkeiten damit, nicht weiter und weiter nach unten verschluckt zu werden vom Monster, doch letztlich kann er dann entkommen, indem er ein Loch in das Monster schießt und rausfliegt. Draußen wird er dann aber von Bosk angegriffen, welcher ihn verletzt und zum Sterben zurücklässt. Boba Fett wacht dann auf, nachdem er bewusstlos war, und merkt, dass seine Rüstung weg ist und der Millennium-Falke über ihn fliegt. Übrigens, was Bosk betrifft, da gab es auch schon andere Quellen, die behaupten, dass Bosk bei der Boba Fett-Serie dabei sein wird. Es wurden allerdings nicht so genau Details geliefert, inwiefern er jetzt in der Story eine Rolle spielt. Jedenfalls, jetzt kommt es in Episode 2 wieder zum Intro und wir sind wieder in der Gegenwart, also anknüpfend an die erste Episode. Boba wird in seinem Schiff von X-Wings angehalten, also ähnlich wie der Mando, doch Boba Fett zögert gar nicht, im Gegensatz zu Mando, er zerstört diese einfach. Fennec hat dann auch noch eine kurze Konversation mit dem Itorianer, dem sie allerdings nicht vertraut. Sie landen dann auf dem Planeten, wo auch ein großer Palast ist, und ihnen werden Anweisungen gegeben, wie sie landen sollen, doch Boba feuert, während er noch in der Luft ist, auf den Palast, doch dieser ist durch ein Schild geschützt und
So folgt Boba Fett den Anweisungen und landet. Auf der Oberfläche angekommen, kommen ihm direkt mehrere Wachen entgegen, die es aber scheinbar nicht sonderlich juckt, dass sie gerade angegriffen wurden. Bobas Plan ist, dass er in den Palast geht, den Boss eliminiert und dann wird sich Fennec reinschleichen und die Schilde deaktivieren, sodass der Palast angegriffen werden kann. Während Boba in den Palast gebracht wird, schafft es Fennec, sich da hineinzuschleichen und Boba fordert Bosk zu sehen, welcher als der Boss enthüllt wird. Er wird dann zu eben diesem geführt, welcher Boba bei Ankunft verspottet. Fennec wird währenddessen von Wachen angegriffen, während sie die Schilde deaktivieren will. Die Söldner, die Leibwachen von Bosk sind, hauen dann aber auch ab, um Fennec zu stoppen. Dann kommt es zum Kampf zwischen Boba und Bosk und es heißt, dass Boba einen Gaffy-Stick verwendet. Also ich glaube, das ist diese Nahkampfwaffe, die wir bei ihm bereits in Mandalorian Staffel 2 gesehen haben, wo er diese Sturmtruppen wegmetzelt. Fennec Shand schafft es, den Schild zu deaktivieren und dann kommt da halt noch die Gang vom Etruianer und greift auch an, während Boba Fett dann tatsächlich Bosk besiegt und ihn gefangen nimmt in seiner Slave One. Boba überlässt der Gang dann die Reichtümer, die in diesem Palast vorhanden sind, woraufhin der Etruianer dann sehr dankbar ist. Bosk will wissen, wo er hingebracht wird, doch Boba Fett antwortet ihm nicht und dann verlassen die drei halt den Planeten. So viel zur zweiten Episode und der Typ, der diesen Reddit-Post verfasst hat, sagt, er hat auch noch Infos zu der dritten und vierten Episode, doch er wartet damit noch, damit er sich vergewissern kann, ob diese richtig sind. Manche zweifeln nun an der Richtigkeit der Leaks, da Boba ja scheinbar nicht so lange in dem Sarlacc-Pit verbringt, aber ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt unmöglich, dass er da nur so kurz bleibt. Ich meine, man muss sich auch mal fragen, wie lange man denn dort drin bleiben kann, bis man sich dann irgendwann nicht mehr bewegen kann. Also es kann, denke ich, theoretisch schon sein, doch das heißt natürlich nicht, dass diese Leaks jetzt safe wahr sind. Diese Plotlines haben auf jeden Fall Potenzial, muss ich sagen, und wenn das Ganze wirklich so kommt und gut und plausibel durchgeführt wird, dann kann es echt einen Augenschmaus werden, Freunde. Was meint ihr, schreibt gerne mal rein. Kommen wir zur brandneuen Ankündigung seitens Lucasfilm. Sie haben eine neue Lego Star Wars Produktion für Disney Plus angekündigt, die Star Wars Terrifying Tales heißt. Und nach den Events von Episode 9 spielt und eben am 1. Oktober exklusiv auf Disneys Streaming-Dienst veröffentlicht wird. Schauen wir uns die Beschreibung dazu doch mal auf StarWars.com an, ich übersetze das Ganze mal sinngemäß. Nach den Events von The Rise of Skywalker müssen Poe Dameron und BB-8 eine Notlandung auf dem vulkanischen Planeten Mustafar machen, wo sie den gierigen und hinterhältigen Graballa treffen. Das ist ein Hutte. Der Crime-Boss hat Darth Vaders Schloss gekauft und renoviert es jetzt in das galaxisweite erste All-Inclusive Sith-inspirierte Luxushotel. Während Poe Dameron und BB-8 darauf warten, dass der X-Wing repariert wird, wagen sie sich gemeinsam mit dem Hutten und seinem mutigen Mechaniker namens Dean tief in das mysteriöse Schloss von Darth Vader, begleitet von Vaders Diener Vane. Auf dem Weg teilt Vane drei gruselige Stories von antiken Artefakten und Bösewichten aus allen Ehren von Star Wars. Während Vane so ihre Geschichten erzählt und unsere Helden tiefer in das Schloss lockt, tritt ein boshafter Plan hervor. Die Helden werden sich ihren Ängsten stellen müssen, um eine antike Gefahr vor dem Aufstieg zu hindern und zu entkommen, um zu ihren Freunden zurückzukehren. Ja, das ist so ungefähr die Beschreibung, die auf der Website veröffentlicht wurde. Und hier seht ihr nochmal eine Synchro-Stimmenliste. Also wer alles dabei sein wird, könnt ihr euch ja hier auch gerne nochmal durchlesen. Es wird nun mittlerweile ja schon seit Wochen von mehreren Quellen berichtet, dass Inquisitoren bei der Kenobi-Serie involviert sein werden. Es wurde vom fünften Bruder gesprochen und ebenso auch von der siebten Schwester. Und ich muss sagen, Freunde, ich wäre schon sehr verwundert, wenn jetzt kein einziger Inquisitor am Start sein wird, denn das ist mittlerweile fast sicher, aber es wurde halt auch natürlich nicht offiziell bestätigt. Und die Seite Bespin Bulletin hat jetzt noch ein paar ergänzende Details zu diesen Inquisitoren. Von dieser Quelle kann man aber schon sagen, dass sie in der Vergangenheit häufig richtig lag, gerade was Episode 9 The Rise of Skywalker betrifft. Die Quelle von Bespin Bulletin ist innerhalb einer Firma, die halt an der Produktion beteiligt ist und die hat jetzt nicht alle Namen oder Spezifikationen, weil die Quelle selber jetzt kein riesen Star Wars Enthusiast ist, aber da wird davon geredet, dass Rüstungen für die Inquisitoren erstellt wurden und die Quelle sah halt auch mehrere Lichtschwerter und als gefragt wurde, wie die Lichtschwerter aussahen, dann hieß es prompt, dass sie so einen kreisförmigen Griff hatten, also im Prinzip genauso wie bei den Inquisitoren in Rebels. Also es wird immer mehr berichtet in Richtung Inquisitoren, aber es macht auch durchaus Sinn, die da zu involvieren. Das habe ich auch bereits
vor der Veröffentlichung dieser ganzen Leaks in News-Videos gesagt, dass das Sinn machen würde. Und scheinbar kommt es jetzt auch genau zu diesen. Das sieht alles also ganz gut aus. Aber es gibt da eine Gefahr bei der Kenobi-Serie, die auf keinen Fall eintreten sollte. Sonst würde die Serie die OT ziemlich kaputt machen. Und um dieses Problem geht es in diesem Video, was ihr hier im Abspann findet. Dort geht's weiter.